Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Wer ist da? Ich bin da. Trulla, trulla, trullala. Der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Schau auch da, ja, ja, ja. Der Kasperli ist wieder da. Trulla, trulla, trullala. Der Kasperli ist da. Sind ihr alle da? Ja, ja, ja. Juppali, juppai da. Alle sind da, alle sind da. Alle, 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 alle sind da. Die Mageren sind da, die Feisen sind da, die Kalten sind da, die Heißen sind da, die Gescheiten sind da, die Dummen sind da, die Geraden sind da, die Krummen sind da, die Gestabigen sind da, die Gäbigen sind da und alle, 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 alle Lebigen sind da. Alle noch da, immer noch da, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, heisse Trolle, hübschersa, der Kasperli ist da. Tra, 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 la, la. Der Kasperli ist da. Oha, ist fertig. Aber bleibt ja noch da. Wir spielen euch heute das phänomenöse Kasperstück, das heisst «Die verhexte Insel im Tümpelsee». In dem Stück treten auf und spielen mit mein bester Freund, der Corli Mops, der Herr Lehrer Mock, meine liebe Mutter, Frau Kasper, die Frau vom Lehrer Mock, Berto Gründel, eine plagende Entenmutter und ihre sieben kleinen Entli, der Achim, ein armer Fisch, der Flatterkratz, ein gefährlicher Rabenvogel, Tex Stoppelwarz, eine ganz böse Giftnudel, das Fettli, ihre dicke Ratte, der Schlurf, der Hexenknecht, der König Balduin von der Schlossinsel, seine Tochter Prinzessin Melanie, ein königlicher Musikus und ein Vorleser, ein umgeschupfter Diener und der Oberhofkoch. Und wer jetzt noch? Ah ja, noch Tütterli, Frau Gütterli, noch ich, der Kasper persönlich. Und jetzt fängt's 0, für die Rollala an. Was soll Zöpfel und Zipfelkappen? Es hat ja schon angefangen. Dort kommt mein Freund, der Mops, zu hüpfen. Kasper! Sali, wohin gehst du? Hey, ich gehe zum Mittagessen. Mutter wartet. Bist du posten? Wo soll ich sein? Auf dem Posten? Ja, auf dem Polizeiposten oder auf dem Wachposten oder auf dem Restposten? Nein, Kasper, du hast doch etwas eingekauft. Noch Tüterli, hier im Papiersackanis. Was? Käse? Schmeckt aber nach Wurst. Schon sicher schmeckt mein Käse nach Wurst. Ist eben Fleischkäse. Fleischkäse. Gut. Gibst mir auch ein bisschen. Hey, Mops, das darf ich doch nicht. Mutter würde schön schimpfen. Sie macht daheim einen super, mega, prima, guten Hördöpfelsalat dazu. Weißt du, wie fein? Fleischkäse mit Hördöpfelsalat, das habe ich am allerliebsten. Ausser Sauerkraut mit Vanillesauce. Aber du hast ja selber auch von dem Fleischkäse gegessen. Spinsch! Das würde ich mich nie getrauen. Aber du kannst doch. Ja, so ja. Ich habe eben vom Metzger ein Wurstrugeli bekommen. Aber ich nicht. Und ich habe ganz einen gefürchigen Riesenhunger. Wenn ich nicht gerade jetzt auf der Stelle ein bisschen Fleischkäse zu essen bekomme, dann falle ich tot um. Peng. Je, du arme Mops. Das will ich dir schon nicht, dass du maustot umfällst. Kurz vor dem Mittag. Also gib mir ein bisschen Fleischkäse. Nur ganz ein bisschen, bisschen. Also gut, aber nur ein bisschen. Lass mich abbeissen. Fein. Ja, der will ich aber auch ein bisschen. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.